Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sim Airport. Heute geht es weiter. 3 Gates haben wir inzwischen und einen geilen Coffee-Kiosk, wo zwar 8 Leute nur getrunken haben, aber ganz ehrlich, dieses 10, ich werde das mal runterschrauben auf 8 und schauen, ob dann noch mehr Leute hier kaufen und wir dann dadurch noch mehr Geld machen. Das wäre ultra nice. Aber inzwischen, wie gesagt, habe ich letzte Folge schon gesagt, wir haben eine Viertelmillion gestern allein gemacht und über eine halbe Million in Bank Balance. Also Staff Expenses sind zwar 22.000, aber inzwischen ist so gut wie alles, was wir hier an Expenses haben, komplett egal, weil wir haben, also gut, das ist nur heute, also das wird noch ein bisschen mehr werden. Kann ich ja, siehst du, Terminal Fees, Runway Fees. Ich meine, wenn 3 hier am Gate stehen, also 3 Flieger rechnen, geben uns allein, dass der startet, gibt uns wieder 1500, also 3 Flieger bringen uns 9000 allein an Runway Gebühren. Und dann die Gate-Gebühren sind wahrscheinlich nochmal so 40.000 bei 3 Fliegern. Also inzwischen geht's echt gut ab, aber der Runway geht auch langsam gut ab. Bei 70% haben wir eingestellt, wird er repariert hier bei Maintenance. Ich glaube, das ist dann auch dringend notwendig. Die Gates schauen im Moment noch ganz gut aus, das heißt, die bei 65% zu lassen wird absolut ausreichen, wobei die sind noch relativ neu allesamt. Also das weiß ich noch gar nicht, ob das so gut ist, die so niedrig zu lassen. Aber allein schon, wir machen schon wieder fast 500 daran, der ATM, da ist sogar eine Schlange teilweise vor dem ATM. Die Leute wollen uns einfach ihr Geld reindrücken. Bei dem hier nicht so sehr, aber die Ticketing, die Kiosks gehen auch gut. Und heute, nachdem wir so viel Schönes jetzt schon gesehen haben, werden wir wieder ein bisschen Geld ausgeben. Wir haben beim letzten Mal ja quasi so ganz nebenbei die ganzen Income und Property Taxes gesenkt. Einfach so, weil es uns gerade Spaß macht. Bankloans wird immer noch gerade geresearched. Und dann würde ich sagen, ist ein CTO, Technology Officer, das nächste, was wir uns leisten werden. So frech sind wir. Und außerdem werden wir die Foundation hier runterbauen. Das können wir tagsüber machen, solange wir nicht hier diesen Zaun durchbrechen. Das können wir einfach so ganz gechillt Stück für Stück. Und ich glaube, mich zu erinnern zu können vom letzten Mal, wo ich gebaut habe, wenn ich nicht hier das hier so ziehe, sondern nur so hier in der Mitte und so, sollte das hier eine Wall sein, aber das hier alles keine Wall. Also so. So, also ich hoffe, das passt so, wie ich das mir jetzt vorgestellt habe. Okay, genau, das hier ist die Wall. Das hier muss dann eigentlich aufgemacht werden. Aber das können wir dann machen, sobald das neue Gebäude eröffnet wird. Machen wir hier einfach auf. Aber genau, jetzt wird hier nicht nochmal eine Doppel... Nee, doch, hier wird eine Doppelwall gemacht. Das gefällt mir so gar nicht. Das pinke Planning stört mich übrigens enorm auf den schon vorhandenen Zeug. Genau, also Moment, das hier ist immer noch nicht richtig. So, aber das wird gleich wunderbar werden. Genau. Wir können das Café jetzt zwar nicht größer machen, aber das macht gar nichts im Prinzip. Frag mich jetzt nicht warum. Mir fällt übrigens gerade auf, wir hatten das letzte Mal ja Probleme hier mit dem Baggage Hub. Ich werde den Baggage Hub einfach irgendwann, nicht unbedingt heute Nacht, weil, wobei eigentlich doch heute Nacht, weil die haben da hier gerade nichts mehr zu tun. Ich werde den Baggage Hub hier so ein bisschen weiter nach unten setzen, dann sollte das absolut keine Probleme geben. Hier oben mit den Ticketing-Sachen. Sobald hier keine Leute mal mehr ans Ticketing müssen, was eigentlich jetzt schon der Fall sein sollte.
Weil der letzte Flug ist schon am Boarden. Also eigentlich sollte keiner mehr Ticketing brauchen. Das heißt, wir werden das hier dismanteln. Hier so ein bisschen was demolischen. Und das hier eigentlich nicht. Das hier oben dann auch ein bisschen verändern. So, baut das mal bitte ein bisschen schnell. Genau. Okay. Und jetzt Baggage Hub. Moment, was für einer ist das? Wo steht der hier? Stellt das hier mal in Storage. Scheiße, wo ist hier? Moment, ich muss den hier finden. Hier. Baggage Hub. Das ist aber kein normaler Baggage Hub, oder? Bei Utilities ist der, oder? Ja, ist bei Utilities. Hier, Baggage Hub Large. Es ist aber nicht dieser Specialty, es ist der normale Large. Und jetzt machen wir den hier so drunter und dann sollte das eigentlich nie wieder Probleme geben. Mit den Conveyor Stuff. Das hier muss noch demolished werden. Weil wir das dann 1, 2, 1, 2, hier geht das rein. Das ist hier nicht gut. Das heißt, das hier muss nochmal ein bisschen verändert werden. Komm. So. Hier die Conveyor, genau. Und dann wird das so passieren gleich. Die ersten Leute kommen schon. Das ist gar nicht so gut, dass die schon ankommen, angetänzelt kommen. Oh ne, Moment, das hier kann problematisch werden. Genau, weil das hier muss demolished werden. Baut schneller! Hier Conveyor Line. Das hier Cancel Project. Schneller. Warum haben wir eigentlich hier den da oben? Moment, das ist eigentlich vollkommener Schwachsinn. Aber darum können wir uns jetzt gar noch nicht kümmern. Wobei, doch müssen wir eigentlich. Wir müssen das so machen. Erstmal. Okay, das ist jetzt hier ganz schlecht. Die Zeit drängt. Okay, baut schneller. Baut schneller. Demolish. Okay, Moment. Jetzt muss das hier... Jetzt muss es hier mal kurz funktionieren. So. Okay, das sollte eigentlich so funktionieren, wenn das jetzt hier alles gebaut wird und alles gleich funktionieren wird. Baut's schneller. Genau, genau, baut's. Ich hoffe, das funktioniert jetzt schon alles. Das hier wird jetzt noch gebaut und dann können wir uns von dem hier oben verabschieden, was vollkommener Schwachsinn ist, warum ich das überhaupt jemals gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. So, das kommt hier alles weg. Vollkommen dämlich gewesen. So, und jetzt funktioniert das auch alles. Das hier geht so rein. Die hier kommen alle dahin. Da haben wir auch noch Platz für das eine Ticketing, was wir demnächst machen können. Genau, und das Ticketing, würde ich sagen, machen wir jetzt auch einfach. Das habe ich zwar beim letzten Mal eigentlich wieder zumindest den Queue gelöscht, aber ja, kann ja passieren mal. Gut, Queues, Expand Queue, oder, ja, Expand Queue. Es heißt ja hier Expand Queue, dabei bilden wir den doch eher, als dass wir ihn expanden. Aber egal. Dann Ticketing Desk. So.
Und dann bei Utilities geht der hier an die Conveyor. Oh. Oh, das ist nicht gut. Oh, nee, ich habe mich um eins verschätzt. Das ist Arsch. Das ist Arsch, weil wir müssen das jetzt hier quasi um eins rausbauen und das... Oh Gott, nee. Dann wird das hier mit dem neuen Gebäude hier heute scheinbar nichts. Jetzt, das heißt, wir müssen hier das Ticketing erstmal fixen. Sonst wird hier nichts werden. Wir können mal derweil schauen. Ja gut, die geben hier doch ganz gut. Ich meine, es ist 7 Uhr früh. Gerade in der Früh wird wahrscheinlich Kaffee gerne getrunken. Environment ist immer noch am Arsch für die, aber ich glaube, die werden nie zufrieden sein. Vielleicht haben wir zu viele Garbage Bins. Na, aber also ganz ehrlich, hier der Coffee-Kiosk macht wirklich gute Umsätze. Und ich glaube, er klaut uns hier auch nicht allzu viel, weil hier ist immer noch alles ziemlich gut am Laufen. Coffee geht trotzdem runter, die Softdrinks laufen auch, Refrigerators leeren sich langsam, ja. Das Café ist eigentlich nicht voll, aber gut besetzt. Also ganz ehrlich, um 10 Uhr machen die schon, haben die schon 300 Euro gemacht oder Dollar oder was auch immer. Aber ganz ehrlich, dass wir den pro Verkauf 8 Euro abzwecken, ist heftig. Weil das heißt, entweder die sind ultra überteuert oder die müssen halt schauen, dass sie immer Menüs verkaufen, die halt dann 12 Euro kosten und definitiv haben die dann nur 4 Euro. Wovon sie die Materialien auch kaufen müssen. Also eigentlich ist es schon eine vollkommene Ausbeute von uns über die. Aber ist egal. Ich frage mich, ob ich noch mehr machen könnte, rein theoretisch bei denen. Wobei, die haben auch nur zwei Bar... Ich weiß nicht, ob da mehr von Baristas arbeiten können. Vendor-Worker. Weil die können wir halt nicht anstellen. Das heißt, ich kann die nicht einfach überfordern mit allem. Wir können übrigens inzwischen den... CTO hiren, was wir einfach mal machen werden, weil wir so geil sind. Und hier Advanced Ticketing, weil wir die ganze Zeit um Ticketing uns streiten. Advanced Bank Loans. Können wir eigentlich mal machen. Weil, why the fuck not? Ja, also... Ich glaube, die werden die Tausender-Marke knacken. Bis am Abend, bis wir hier das Ticketing fixen können, können wir eh kaum was tun, außer uns halt den geilen Airport inzwischen. Also inzwischen, erinnert ihr euch, wie der am Anfang ausgeschaut hat? Der war winzig. Drei so Dinger, drei Ticketings, das kleine Stückel hier, hier noch die Toiletten, ein Gate und hier Ende. Und inzwischen ist es ein richtiger, fast schon ein internationaler Flughafen. Wörwi. Ja, ich glaube, die knacken die 1000 locker. Es ist erst 17 Uhr. Wobei, Kaffee geht halt am Abend auch nicht so gut, schätze ich mal. Ja, wo die 1000 knacken sie vielleicht nicht, aber allein schon 1000 pro Tag. Einfach... Oh gut, die kosten es, glaube ich, 75 pro Stunde pro Baltista, also... Vielleicht müssen wir die doch ein bisschen höher preisig machen, aber das geht. Solange die hier nicht Verluste machen, weil hier bei Retail haben wir 2000 pro Tag positiv. Terminal Fees sind natürlich am stärksten positiv, aber trotzdem. Also solange Retail positiv ist und die haben über 1000 gemacht. Die haben heute über... Also, ich werde mal schauen, wie viel die heute so machen. Dann werde ich es auf 10 erhöhen und schauen, ob die am nächsten Tag mehr machen. Also, ich würde sagen, wir können sagen, wenn die bei 10 pro Sale mehr als 1.200, 1.300 so in etwa machen, dann lohnt es sich. Also, wenn die so... Wenn die an der 1500er Marke schaben, tatsächlich mit 10 Earnings per Transaction, dann
wäre das schon ultra geil. Ja, weil jetzt so 1200 da stagniert. Dann machen wir mal 10, apply to all. Also mehr als 1200. 1122, also. Ne, 1224. Ah. Wie gesagt, solange die noch deutlich über den Tausender machen, ist das noch okay. So, und jetzt glaube ich, können wir inzwischen, es ist 23 Uhr, an den Utilities arbeiten. Weil jetzt muss das hier alles noch ein bisschen verändert werden. Und zwar ein bisschen plötzlich, wenn ich bitten darf. Wobei, das ist gar nicht so heftig viel. Das ist halt das hier. Die sind übrigens noch nicht aktiv, weil ich die noch zu dem Baggage Hub assignen muss. Und zu den Queues. Also, hab ich hier gar nichts assigned? Das habe ich assigned. Assigned to queue. Assigned to queue. Assigned to queue. Genau. Aber das muss hier, muss das jetzt nicht hier einem Baggage Hub assigned sein? Achso, es war nicht connected für ein paar Minuten oder ein paar Sekunden. Ich glaube, es ist nur, es geht nur um das Connected sein, weil das hier ist auch nur assigned zu dem. Oh, Moment, das ist nicht assigned zu dem hier. Ich habe das gar nicht an das dritte Gate assigned. Okay, also es kann sein, dass die, die hier am dritten Gate was gemacht haben, nie Baggages erhalten haben. Möglicherweise. Hier Decorative Stuff, Prep Cards, hier ist alles nicht großartig schlimm. Wir könnten vielleicht ein paar von den Sachen verkaufen, wie zum Beispiel den normalen Baggage. Moment, das habe ich jetzt gedumpt. Ich dachte, ich kann das verkaufen. Ich kann hier so ein paar Sachen verkaufen, sicher, ohne dass es schlimm ist. Ja, einfach, dass es ein bisschen weniger wirkt. Einfach, um mich zu beruhigen. Bei Research, hier haben wir Advanced Ticketing, Light Rail kommt demnächst irgendwann einmal, aber inzwischen können wir auch schauen. Inzwischen können wir eigentlich wirklich einrichten, dass die hier so in einer Rundschleife fahren. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich viel bringt, aber Ops Panel, Runways, ich würde sagen, wir schauen, dass Runway 27 der Lander ist. Achso, ich kann das nur pro Runway, also ganzer und nicht. Achso, dafür brauche ich dann einen zweiten Runway, dass das funktioniert. Ich kann es dann quasi machen, dass wir dann hier einen Taxiway bauen, für hier eine Landebahn, dass alle hier landen, dann hier zu den Terminals fahren und dann hier zum Starten hinfahren. Aber ja, wird noch ein bisschen brauchen bis dahin. Na gut. Aber Ticketing funktioniert. Ja, ich würde sagen, wir können jetzt zumindest schon hier wieder ein bisschen ausbauen. Wir haben immer noch ultra viel Geld, also wo wir das ganze Geld herbekommen, weiß ich nicht. Wir sind wahrscheinlich irgendwie Drogendealer oder so. Drogenbaron. Wir bauen hier einfach Foundation nach Foundation. Moment, jetzt würde ich dann halt gerne langsam planen, wie es dann ausschaut mit den Baggage-Karussells. Weil wir könnten rein theoretisch, wie groß ist ein Baggage-Karussell? Wir können das ja mal hier bei Planning nachschauen. Ein Baggage-Karussell ist 5x3. Und 5x3, wenn hier aber eine Wand ist, geht sich so nicht gut aus. Das heißt, wir werden hier unten Benches machen und hier oben dann 5x3. Also, wenn wir das jetzt hier schauen, wir machen das mal mit Zyan. 5x3. Wir müssen aber rechnen, da, ja gut, das wären dann zumindest einmal die 5x3. Also es ist sogar 5x4. Wir können es eigentlich ein bisschen weiter hier reinziehen, im Sinne von, dass wir, wenn wir hier so machen, 5x3 und 5x3,
dass wir hier so machen. Und sogar noch einen vierten eigentlich. Wobei, wir können dann Security halt nicht viel weiter ausbauen. Oder wir machen es wie folgt. Das könnten wir auch probieren. Wir machen es 5x3, 5x3, ein Abstand, oder ne, zwei Abstand. Halt, ne, zwei Abstand und dann 5, das sind zwei Abstand, genau. 5x3, 5x3, genau. Die sind jetzt auch in der Höhe wie hier oben. Ich würde dann halt nur gerne noch einen Abstand mehr, wobei ich muss dann halt schauen, dass die, also ob die hier so oder mit einem Abstand hier dazwischen mehr sind, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, ich werde die Wand schauen, dass das hier ein und dieselbe Wand sein wird. Ganz einfach aus Platzgründen. Wir könnten übrigens mal schauen bei Objects, bei Komfort, Bench. Achso, ist Indoors only. Benches sind alles Indoor only. PA Speaker Address. Boarding Calls, Last Minute Information. May annoy packs a bit too. Nee. Ich dachte gerade nämlich, wir können vielleicht hier Sitze in die Pickup-Zone machen, aber... Gut, jetzt können wir mit der Foundation schauen, dass wir hier das hier... Das hier, wenn das eine Wall ist... Würde das dann... Das hier ist nur eins, genau. Das hier ist auch eins. Genau. Das hier wird den Zaun noch nicht unterbrechen, aber wir müssen den Zaun durchbrechen, weil ich möchte mit einer Linie mit hier oben dann im späteren Verlauf, dass wir quasi, dass das hier unsere Außenmauer ist. Das hier kann geklärt werden. Also nicht, dass das die Außenmauer ist, aber dass das hier noch frei ist. Wie man hier unschwer zu erkennen kann. Ich frage mich, ob wir hier... Hier könnten wir ein Staff Door Only machen, aber... Die Garbage Zone ist wirklich mit der Capacity inzwischen ausreichend für Ewigkeiten, glaube ich. Wir müssen die eh irgendwann mal hoch verlegen und die Drop-Offs kommen hier hoch. Wenn die Benches und so hier runterkommen... Wobei, nee, ja doch. Die Benches werden hier runterkommen... Nee. Nee, die Benches werden hier bleiben. Genauso wie sie sind. Nur kommt hier unten sowas wie hier dieser Coffee-Kiosk. Nur vielleicht dann irgendwo ein anderer Kiosk. Und... Rund um den kommen Bänke. Wobei, ich weiß... Also die Ausbaupläne für dieses Eckchen hier, die ja auch irgendwann bald stattfinden werden, sind noch nicht so hundertprozentig klar. Und wir müssen uns auch irgendwann mal Gedanken darum machen, dass wir vielleicht hier oben eine kleine, also den Zaun hier so rein versetzen, dass wir hier eine kleine Abzweigung machen für Deliveries und Garbage vor allen Dingen. Also Deliveries und Garbage prinzipiell. Weniger Storage, Storage kann, wobei Storage, muss Storage eine Outdoor Area sein? Oder kann ich die auch drin irgendwo machen? Rein theoretisch. Steht nichts von Indoor, aber es steht hier auch requires a full enclosed space with doors. Rein theoretisch, wenn ich das hier machen will. Okay, das heißt... Storage und... Ne, das heißt, die Storage Zone muss eigentlich hier in der Mitte sein. Was ein bisschen Arsch ausschaut, aber... ich nichts dagegen machen kann. Aber hier oben, Garbage und Ankunft. Wobei, ne, dann muss ich Storage eigentlich auch hier hoch verlegen.
dass der Zaun quasi hier aus der Mitte hochgeht, dann hier so reinmündet und dass wir hier eine Straße haben. Ich werde das auch mal im Planning machen. Ich mache hier 100.000 Sachen im Planning und nie irgendwas real gefühlt. Wobei, ganz so stimmt das nicht. Wenn wir jetzt schätzen, wir haben hier so zwei vielleicht drüberstehend. Eins, zwei und dann hier die Straße. Vielleicht so. Genau, das ist dann quasi hier oben. Oder wir machen es so, dass hier in der Mitte etwas ist und hier was ist. Dann kann quasi beides gleichzeitig ankommen. Also eins kann hier unten entladen, im Sinne von, es entlädt hier und eines entlädt, also ein Auto entlädt quasi hier und das andere entlädt hier. Das wäre doch eigentlich ziemlich eine geile Idee. Dass wir hier innen zum Beispiel Garbage haben und außen Storage und Ding. Was aber bedeutet, wenn wir Storage und so auch hier haben. Wobei Storage und so könnten wir eigentlich dann... Storage könnten wir dann hier hoch und Maintenance hier... Wobei, und Maintenance hier runter machen. Weil Maintenance muss halt schneller accessible sein als Storage, finde ich. Ja, das könnte man so machen, rein theoretisch. Aber nächstes Mal werden wir uns, und ja, nächstes Mal auf jeden Fall, werden wir uns erstmal um das neue Gebäude kümmern. Das hier schaut übrigens ultra arsch aus, was auch immer das sein soll. Was für ein schlechter Scherz. Ja, genau. Das schaut doch schon deutlich besser aus. Wie gesagt, es muss noch ein bisschen hier rausgehen, aber das müssen wir in der Nacht machen. Aber da die Nacht eh anbricht, würde ich sagen, und die Folge auch schon wieder fertig ist. Apropos. Okay, das hat sich nicht viel, wenn dann sogar nur Schlechtes gebracht, dass das teurer geworden ist. Also war keine gute Idee. Ja, demnach würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Flugtechnisch und so ist alles absolut im grünen Bereich. Finanztechnisch, obwohl wir ultra viel gebaut haben, machen wir nur $200 minus und können Bankloans haben. Also, wir machen hier immer so knapp unter einer Viertelmillion und können gar nicht so viel ausgeben, weil unsere Arbeiter halt nicht schnell genug bauen können, um eine Viertelmillion zu verbauen an einem Tag. Ja, so gefällt mir das. Hier ein paar Zukunftspläne, hier, also ferne Zukunftspläne, hier ein paar ganz nahe Zukunftspläne. Wobei, wie fern die sind, werden wir noch sehen. Hier hinten werde ich vielleicht auch irgendwann demnächst mal vielleicht ein Large Gate machen. Vielleicht hier innen ein Large Gate oder vielleicht, was cool wäre, wäre so, das zeichne ich jetzt hier nochmal ganz, ganz grob an. Und zwar hier sowas, dass wir hier noch ein, also hier noch ein Gate haben, dann hier zwei große Gates haben. Wobei eher so und weniger so und so. Und dann hier quasi hier innen noch zwei ganz große Gates haben, also diese Giga-Gates. Hier ein kleines, da zwei Large und hier zwei XL. So wäre das vielleicht irgendwann mal in Zukunft ganz nice. Ich werde das nur mal löschen, weil das ist wirklich so Zukunftsmusik. Das ist schon aus dem Jahr so 100.000. Ja, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir beobachten hier wie gefühlt 400 Leute, die eigentlich nur 20 sind oder vielleicht 40, hier reingehen. Also Pickup, also Capacity sind absolut super noch. Ja, und wie mehr Ticketing, vielleicht bald dieses, was wir hier researched haben, Advanced Ticketing, alles zum Tragen kommt und die Eröffnung des neuen Teils hier, das alles sehen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Sim Airport. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.